kann ich dich hier auch nicht hinsetzen. Was zur Hölle? Da kann ich die raufschmeißen. Okay, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich kann die Mining Drills wirklich nur da hinlegen, wo auch Zeug ist zum Abbauen. Und da das hier nicht abgebaut werden kann von denen, kann es da auch nicht hingesetzt werden. Macht Sinn. Bitte erforsch Gates. Ist jetzt nicht so wirklich wichtig, aber mach wenigstens irgendwas. So, okay, dann machen wir es hier. Electric Mining Drill. Blub. Dann kriegst du einen Schmelzofen. Blub. Und eine Eisenkiste. Eine Eisenkiste. Und ich brauche mehr Stinkmodule. Damit kriegen wir jetzt 770 Tinor. Verstänker dann mal hier die ganze Umwelt. Was nicht stimmt. Boah, die Basis. Was aber nicht so schlimm ist, weil die Basis recht weit weg ist. Hier ist überall noch kein Muster. Okay, das mache ich erstmal da. Ja, also ich bin nicht wirklich überzeugt von den neuen Dingern. Die machen vielleicht Sinn, wenn man später noch bessere Schmelzöfen hat, aber so weit sind wir halt einfach noch nicht. Es fehlen 12 blaue Chips. Da. Zwölf blaue Chips, dann habe ich meinen Fusionsreaktor und kann losziehen und Sachen töten. Du. Ja, dich können wir nicht reinsetzen. Der Fusionsreaktor ist auch ziemlich groß. Das war 4x4 oder 5x5? 4x4. Das heißt, ja, das ganze Feld hier würde da einnehmen. Das heißt, wir hätten keinen Platz für die Laufdinge. Ja. Ja. Ja, nee, wir müssten dann zwei Schilde noch rausschmeißen. Dann hätten wir nur drei Schildslots hier unten. Und das wären dann wahrscheinlich die MK3-Schilde. Krass. Aber na gut. Hier ist nichts zu tun. Wie schaut's mit dem Öl aus? Nee, nicht so gut. Haben wir noch ein Pump-Check irgendwo rumliegen? Nö. Bau bitte. Nichts, weil wir weder Kupferplatten noch Stahl haben. Okay. Kupferdraht sieht gut aus. Kupferplatten wieder nicht. Wollen wir alle veräppeln? Ja, ich kümmere mich später um euch. Erstmal brauche ich Ressourcen. Genau, gib mir Zeug, gib mir Zeug, gib mir Zeug. Weep, 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 weep. Geh direkt zur Quelle hier. Und es ist kaum Stahl da. So, wir hatten euch auch ausgemacht, ne? Okay, mach euch mal wieder an. Wir haben ja 6500 Eisenplatten. Das wird sich sehr schnell ändern, wenn jetzt alle drei arbeiten. Warum? Genau, hol das da mal alles raus. Das dürfte unser Stahlproblem schon beseitigen. Das ist gut. Dann hätte ich jetzt gerne ein Pump-Jack. Oh, ist das viel Zeug. Hätte ich gerne einen Zerstör-Blueprint, habe ich schon. Einen normalen Blueprint, falls wir nochmal in so eine Situation kommen wie letztes Mal. Dann hätte ich gerne noch davon welche. Und ich hätte gerne noch einen Mining Drill, einen normalen. Kein so ein fancy MK2-Zeug. Genau, alles hier damit. Und dann hätte ich gerne noch mehr Kupfer. Noch mehr Kupfer. Solange bis hier alle Sachen durchgehen, voll sind mit irgendwelchem Zeug. Wir haben hier Robo-Abdeckung, oder? Bis da. Tu mal da dann einfach drei Kisten hin. Damit sie das hier nicht staut. Gut. Die hier ersetzen durch elektrische. Ja, eigentlich schon. Achso, und du? Ich
wir brauchen wieder bestimmt viel zu viel Strom und machen dann nicht so viel, wie sie machen sollten und so. Nee. Oh, Combat Robots wollte ich weiter testen. Ja, mach die mal. So, wie viel Schmelzöfen habe ich? 2. Das könnte man ja fast als Zeichen sehen hier. Ja, mach mal. Mach mal weg. Weg, weg, weg. Weg. Das könnte so interessant werden mit dem Strom. So, fürs Erste. Dahin. Dahin, dahin. Die bräuchten jetzt alle auch wieder Module, aber ich hatte keine Module. Dann baue ich jetzt bitte 2. Woran hapert's? Kupfer, hier vergessen Kupfer mitzunehmen. Komischer Zufall, wir sind hier gerade irgendwie so in der Nähe von Kupfer. So. Bau bitte mehr davon. Viel mehr davon. Moment mal. Kriegst du das nicht schnell raustransportiert? Doch, es geht auf. Okay. Ich habe nur kurz überlegt gehabt, dass eventuell das kleine Ärmchen nicht reicht und wir die hier alle ersetzen sollten durch schnelle Ärmchen. Aber nee. Das scheint okay zu sein. Guti, dann nimm bitte die da. Hau die da rein. Die nächsten 2 kommen hier rein. Du hast nicht. Die hier oben dann wahrscheinlich auch nicht. Nö. Boah. Die sind alle am Wuseln. Ich sehe aber immer noch keine Kupferplatten. Ja, gut. Aber ich habe auch langsam die Nase ein bisschen voll davon, hier immer nur Micromanagement zu betreiben. Ich will gleich töten. Dazu fehlen noch 12. Ja. Und dann riskiere ich es einfach. Also ja, ich sollte wahrscheinlich warten, bis ich denn die unteren 3 Dinger hier mit MK2-Schilden habe und allen möglichen anderen Zeug hier auch noch drin. Vielleicht noch eine Batterie oder was weiß ich. Aber ich will die Basis da weg haben. Ich will mir jetzt nicht jede Folge immer wieder Gedanken machen müssen. Oh, kommt der Smog jetzt unten bei der Basis an oder nicht? Das ist ein wenig eklig. Deswegen, sobald die 12 blauen Chips da sind, baue ich das Ding, setze es rein und dann stürme ich einfach die Basis und tue mein Bestes. Wie zum Beispiel davon noch ein paar hinschmeißen. Also nicht wie den Spawnern. Wir haben ja herausgefunden, leider, dass die Spawner dadurch keinen Schaden nehmen. Aber sowas wie kleine Splitter und so werden dadurch ganz schnell weggebrannt. Gegen die Big Biter hilft es natürlich nicht, aber da hilft dann das da. Klingt soweit gut. Nein, ich brauche keine MK2-Schild, weil dann habe ich keine blauen Chips mehr für das Ding da. Nimm bitte die da. Ting, ting. Du hast schon? Nee. Ja, okay. Ich hole jetzt die blauen Chips und gehe töten. Hoffentlich. Wobei es jetzt wahrscheinlich schon wieder zu spät ist. Bis ich bei der Basis angekommen bin, ist da wieder dunkel. Und im Dunkeln die Basis zu knacken, ist nicht so wirklich eine gute Idee, denke ich. Jo, sehr schön. Bau bitte einen davon. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir noch 33 Alien-Artefakte. Für die Power Armor MK2 bräuchten wir die Dinger hier. Ne, warte mal, noch eine Stufe höher, ne? Wo bist du, Power Armor? Man sieht dich mal wieder nicht. Typisch. Genau, wir bräuchten die 3er-Speed-Module. Dafür bräuchten wir schon mal die ganzen Alien-Artefakte, die wir jetzt haben. Dann das Ganze nochmal für grün. Ja, das ist viel zu viel. Es kann sein, dass wir den Sprung erst machen können, wenn wir die Lasershotgun haben und dafür Munition. So, du dahin. Die Laufdinger waren 4 groß. Also können wir davon auch nur ein reinschuhen. Egal wie wir es drehen und wenden. Ist nicht schön. Diese Ladezeilen brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja, dann hoffen wir das Beste. Das heißt, ich laufe jetzt doch schon mal in die Richtung. Hoffe, dass es nicht dunkel wird. Und sonst schieße ich ein, zweimal drauf und dann ist gut. Was fehlt mir da für Kohle? Ich schnappe nochmal kurz Kohle und baue unterwegs ein paar Giftkapseln. Kohle, Giftkapseln, go.
Die sieht irgendwie so klein aus. Nicht so kompakt wie da. Genau, Momente dazu. Zack. Zack. Strom ist durchgehend genug da, das ist gut. Da sind die Spitter-Spawner. Und ich sehe gar keine Big Biter. Das ist sehr gut. Gib mir mal Giftkapseln dahin. Das schaut echt gut aus. No, was bist du? Ein Berserker, du mich auch. Kriegt ihr nicht down? Kann das sein? Oder? Geh weg. Alter Schwede. Ich würde gerne einen Spawner schaffen. Da kommt wieder ein Berserker. Lauf. Zwei dicke. Und forschungsfertig. Ja, sehr schön. Oh, 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 oh. Lauf. Lauf, 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 lauf. Also wir regenerieren richtig schön Schilde. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass die Schilde zu klein sind. Oh, 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 oh. Oh, nein, 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 nein. Schon. Nur den einen Spawner, den einen einzigen doofen, verdammten Spawner. Nein, 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 nein. So, noch ein Berserker dabei. Nein. Schild ist voll, okay. Nein! Laut. Oh. Laut. Lauf. Ja, also ist... Ich kann das jetzt so lange machen, bis es funktioniert, aber das ist albern. Das heißt, ich ziehe mich jetzt mal zurück und überlege mir was Besseres. Wahrscheinlich die besseren Granaten dann. Weil es fehlt echt nicht viel. Das ist das Frustrierende. Und sobald wir einen Spawner gekillt haben, respawnen wir nicht so schnell und ich komme besser hinterher. Vielleicht die Defender-Kapseln, vielleicht ist es ja das. Dazu schnappe ich mir jetzt einfach hier oben die Munition. Schnapp mir irgendwo dann die Iron-Zahnräder da. Dann passt das vielleicht. Ich brauche unbedingt mehr blaue Chips. Gib mir davon 100 Stück. Habe ich noch Zahnräder dabei? Ja, die falschen nur. Ich hätte aber gerne die richtigen. Da. Zack. So, ich hätte gern davon ein paar grüne Chips noch irgendwo. Nicht viele, aber ja. Nicht viele, aber ja. Alles her damit. So. Gut,
Stirn flitze ich nach unten, guck mal, ob vielleicht 10 blaue Chips da sind, damit ich wenigstens ein so ein MK2-Schild bauen kann. Du bist schon leer. Okay, mit dir. Wie viel haben wir da? 7. Wie viel habe ich noch? 3. Oh ja, das passt. Schön, schön. Ja, damit. Oh, ein MK2-Schild.